Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial mit dem Photoshop CS3. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr wirklich ganz schnell so ein abstraktes Wallpaper hinbekommt. Dazu macht ihr erst eine neue Datei, weil ihr es als Hintergrund haben wollt, natürlich mit den Desktop-Eigenschaften, also mit der Desktop-Auflösung. In meinem Fall jetzt 1600x900. So, jetzt nimmt ihr als erstes den Farbfülleimer und macht die allererste Ebene schwarz. Dann geht er auf die Filter, die Renderfilter und dann Blendenflecke. So, bei mir ist das jetzt auf genau 100, weil ich fand das da irgendwie am besten aus und am besten ihr entfernt diese Flecke nicht so weit voneinander, das sieht da nicht so gut aus. Und ja, ich würde sagen, ich würde jetzt so nehmen. Ich würde dann auf 50 bis 300 mm zoomen und die Helligkeit auf 100. So, jetzt geht ihr wieder auf die Filter, bleibt auf der gleichen Ebene. Und dann nimmt er die Zeichenfilter und dann nimmt er Chrom. Das wird dann so aussehen. Und wie gesagt, Detail auf 10 und Glättung auf 0. So. Dann seid ihr schon fertig, aber wenn ihr es bunt haben wollt, könnt ihr auch ein Verlaufwerkzeug nehmen oder einfach nur den Fülleimer. Ich mache das hier mit einem Verlauf, ich finde das sieht am besten aus. Ich habe jetzt den Regenbogenverlauf. Jetzt ziehe ich den einmal schräg hier drüber. Dann nicht auf normal lassen die Ebene, sondern auf ineinander kopieren. Dann sieht das so aus, das hat dann einen ganz coolen Effekt. Und jetzt seid ihr eigentlich auch schon fertig. Das war jetzt so mein Quick-Tip. Ja, dann danke fürs Anschauen. Bitte kommentieren, abonnieren und bewerten. Dann bis zum nächsten Mal.